Heute jetzt der letzte Vortrag, den wir dabei haben, geht um bewegte Objekte. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den letzten im Bunde quasi auch dazu schalten können. Manfred. Ja, genau. Ja, im Bereich Geomonitoring von bewegten Objekten hat sich ja einiges getan in den letzten beiden Jahren, seit unserer letzten Hausmesse. Dort hatten wir ja noch an einem Lego-Modell, vielleicht kann man das jetzt nochmal sehen, ich blende es nochmal so ein, an einem Lego-Modell hatten wir ja unser Schachtdeckel-Monitoring gezeigt. Ja, zur Erinnerung, auf der linken Seite unten, kann man das in der Folie sehen? Ja, ist gut zu sehen. Mhm. Ja, ist wunderbar. Kann man nochmal den Versuchsaufbau erkennen vor zwei Jahren? Dort hatten wir dieses Lego-Modell gezeigt, entsprechend mit dem Modem und einer Antenne. Und hatten natürlich alles simuliert. Also quasi der Deckel geht auf und wenn der Deckel aufgeht, erfolgt eine Alarmierung und man kann das letztendlich im Browser in einer Karte sehen, wo entsprechend, sage ich mal, die Lage des Schachtes ist. Und wir sind natürlich in den letzten zwei Jahren nicht unproduktiv gewesen, sondern haben dieses jetzt auch in den Echtbetrieb überführt. Nochmal einmal bitte zurück, geht das? Klar. Ja, wunderbar. Haben das nochmal in Echtbetrieb überführt. Und das heißt, wir haben an 5 Schächten entsprechende Sensoren angebracht. Und wenn dort ein Deckel jetzt tatsächlich in der Realität geöffnet wird, erfolgt eine sofortige Alarmierung. Und parallel dazu werten wir entsprechende Informationen von den Sensoren aus. Wir haben dann über die Datenbank die Möglichkeit, diese entsprechend zu analysieren und auch anzeigen zu lassen. Und was sehr wichtig ist, dass wir auch entsprechende Optionen haben, diese Schächte zu verwalten. Das bedeutet, wenn man auf einen Schacht geht, jetzt das nächste Bild. Genau, wenn man sich im Dashboard einmal das anschaut, haben wir dort bei den Schächten, die jetzt das sind mal die grünen Punkte, dort ist letztendlich die Aktivierung nach wie vor noch vorhanden. Das bedeutet, wenn hier ein Deckel geöffnet wird, würde eine Alarmierung erfolgen. Bei den gelben Punkten handelt es sich um Schächte, die man in die Wartung genommen hat. Das bedeutet, vorwiegend kann ich sozusagen die Alarmierung aktivieren und deaktivieren und so, dass dann, sag ich mal, kein unnötiger Alarm ausgelöst wird, weil diese Schächte gerade jetzt in Wartung gehen. Und kann man schlecht erkennen, aber in der Mitte ist ein ganz kleiner roter Punkt. Hier ist eine Alarmierung ausgelöst worden. Hier müsste man prüfen, warum diese, sag ich mal, angezeigt wurde. Ja, um weitere Einzelheiten in diesem Verfahren zu sehen, kann man das in der neuesten Data Report tatsächlich nachlesen. Dazu lade ich natürlich gerne ein, um dort einmal den Artikel nachzulesen. Ja, das ist das, was wir in der Realität überführt haben. Aber man kann auch diese gleiche Technologie natürlich auch verwenden für Türen, für Dachlücken oder aber auch für Rolltore. Es läuft nach dem gleichen Schema ab. In einem Echtbetrieb haben wir die Möglichkeit, das auch dort uns alarmieren zu lassen, beziehungsweise auch weitere Auswertungen zu fahren. Bitte einmal das nächste Bild. Genau, wenn man hier sieht, hat man mehrere Dashboards und bei den Dashboards ist es auffällig, dass zum Beispiel hier kann man jetzt halt etwas schlecht erkennen, aber das auf dem Dashboard auf der linken Seite ist einmal, wie oft ist letztendlich ein Rolltor geöffnet, also was kann man letztendlich selbst konfigurieren, ob ich die Information haben möchte, dass es nur 5 oder 10 oder 20 Minuten ist und aber auffällig ist hier, dass der gelbe Balken an einem Dienstag, wo sehr häufig dieses Tor offen stand. Und bitte einmal weiterklicken. Und im zweiten kann man hier, wenn man weitere Dashboards mit hinzufügt, gut erkennen, dass am Dienstag von morgens 8 Uhr bis abends 21 Uhr das Rolltor komplett offen stand. Wenn man jetzt bedenkt, dass man diese Informationen relativ schnell und übersichtlich erhält, hat man hier auch neben dem Vorteil der entsprechenden Dashboards die Information sofort zu bekommen. Man hat aber auch den Vorteil, man weiß genau, um welches Rolltor es sich hier handelt. Das mag mal ein, zwei
überschaubar bleiben, hat man aber, sage ich mal, viele Sicherheitstüren oder viele Rolltore, die der Sicherheit bedürfen, ist das natürlich ein sehr gutes, probates Mittel, schnellstmögliche Informationen zu bekommen und sich anzeigen zu lassen. Bei Excel-Tabellen ist es natürlich auch möglich, aber eine Visualisierungskomponente oder eine schnelle optische Darstellung ist natürlich dort viel schwieriger. Ja, diese Beispiele mögen einmal kurz zeigen, was möglich ist. Da gibt es noch viele. Wie verstehen wir aber letztendlich unser Anliegen? Wir sind der Ansicht, dass wir dem Kunden möge auf uns zukommen, seine Anforderungen spezifizieren und die Daten, die er letztendlich mitbringt, würden wir bei Dataport einmal schauen, selektieren, schauen, wie weit, sag ich mal, sie widerspruchsfrei auch sind und entsprechend auch aufbereiten. Das hat sich in der Vergangenheit sehr gut gezeigt, dass es sogenannte Workbenches gibt, wo man diese Daten optimieren kann. Und wir verstehen das so, dass wir mit unserem GIS-Partner zusammen letztendlich ein gesamtes Paket schnüren können, wo der Kunde die Anforderungen und die Wünsche, die er gerne sehen möchte, visualisiert erhält. Also er braucht sich um nichts kümmern, letztendlich nur darum, dass wir die Daten erhalten und zeigen ihm, würden wir ihm das sozusagen anzeigen. Dabei ist egal, um welche Daten das sich letztendlich. Herr Manfred, ihr seid ja an einem ganz, ganz spannenden Thema dran. Wurde das denn schon mit dem Kunden umgesetzt? Ja, da kann ich natürlich auch etwas Freudiges berichten. Wir haben tatsächlich ein Proof of Concept mit dem LKN in Schleswig-Holstein durchgeführt. Und dort kann man sozusagen in real so etwas sich ansehen.